Na gut, dann holen wir mal nur für den Fall, dass wir mal wieder von Untoten überfallen werden oder von Feuerechsen oder Riesenwölfen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Diesen schönen Ring mit Schutz vor Waffen war das, ne? Schutz vor Waffen 10, Schutz vor Waffen 5. 3 mal ein Ring. Ah ne, das ist 3, 5, 5 und 10. Ja, wir nehmen den besten. Dafür will er ja auch was haben. Was geben wir ihm denn mal? Können ein bisschen Kleinkram loswerden. Heilkräuter nicht. Fleisch. Nee, das brauchen wir noch. Die Waldbeeren können weg. Das Brot kann weg. Käse. Den haben wir noch nicht besonders häufig gesehen. Also den behalten wir erstmal. Reis kann weg. Wein behalten wir, falls wir wieder eine Wache bestechen müssen. Und die ganzen Pflanzen können weg. So, die schwarzen Weiser, davon können auch ein paar weg. Einen behalten wir mal. Sumpfkraut lassen wir auch ein bisschen hier, aber nicht zu viel, damit es auffällig wird. So, Dietriche behalten wir auch. Zähne können weg. Damit dürften wir eigentlich schon auf die 400 kommen. Ja. Erz hat er ja nicht, ne? Gucken wir mal kurz nach. Ne, nur jede Menge Zauber. So, dann legen wir ihn auch gleich mal an, bevor wir das vergessen. Da, wir nehmen den Stärkering weg und den Schutzwurf auf den Ring ran. Und da wir jetzt 30 Lernpunkte über haben, sollten wir demnächst wieder unsere Stärke ein bisschen erhöhen. Denn jetzt gab es ja neue Waffen, vielleicht gibt es hier noch bessere. Und da sollten wir noch Stärke für haben. So, jetzt wollen wir aber zu Korkalom. Okay, wollen ist das falsche Wort. Jetzt müssen wir zu Korkalom. Und der war bei dem Kräuterhändler. Hier ist der Hetzredner. Aber wenn es Korkalom aufgefallen wäre, dass wir sein Heiltrankrezept geklaut haben, dann wären die Wache schon auf ihn losgegangen, also auf uns losgegangen. Das hätte er auf keinen Fall durchgehen lassen. Also können wir davon ausgehen, dass er nicht weiß, dass wir es war. Oder es gar nicht bemerkt hat. Weil wir waren ja nur 3 Tage oder so weg. Also es ist 3 Tage her, seitdem wir es geklaut haben. Und vielleicht braucht er es in der Zeit ja gar nicht. So wie wir das von den Wachen gehört haben, ist er ja eher damit beschäftigt, Tränke für Novizen zu brauen aus diesem Minecrawler-Sekret. Was willst du? Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig nach. Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist. Nur, dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Minecrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Aber schon mal sehr schön, dass er auserwählt ist, diese wichtige Aufgabe weiterzugeben, anstatt sie selbst zu erledigen. Aber ja. Habt ihr die Minecrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Minecrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Ein Minecrawler-Nest, die hatten wir ja schon mal gesehen in der alten Mine. Die sahen nicht sehr freundlich aus. Wo finde ich die Minecrawler?
In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Minecrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid. Er wird dir helfen. Das könnte der Templer gewesen sein, der uns beigebracht hat, wie man die Zangen überhaupt erst entfernt. Aber wir sollten ihn nochmal ansprechen, wenn wir da sind. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Wahnsinn. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Es ist ja nicht so, dass das eine mit dem anderen stark zusammenhängt, hm? Ich habe Crawler-Zangen für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Oder möge er dafür sorgen, dass wir nicht von Minecrawlern zerfetzt werden. Das ist besser. So, also in die alte Mine müssen wir wieder. Es wird bestimmt gefährlich. Vielleicht sollten wir vorher noch ins neue Lager und ein bisschen trainieren. Und gucken, ob sie da vielleicht auch neue Waffen haben inzwischen. Ja, aber erstmal müssen wir hier wieder rausfinden im Dunkeln. Also, hier ist der Kräuterhändler, da ist die Schmiede, also müsste da irgendwo der Ausgang sein. Gab es hier dann noch irgendwelche Händler, die wir abgrasen sollten, bevor wir hier rausgehen? Also, wir waren beim Waffenhändler, also beim Schmied. Wir waren beim Magiehändler, beim Krauthändler. Wahrscheinlich haben die Templer noch ihre eigenen Händler, aber zu denen werden wir keinen Zugang haben. Konnten wir hier nicht in irgendeiner von den Hütten schlafen? Schauen wir mal kurz. Hey du! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey du! Blut, dein Blut. Hey du! Raus aus meiner... Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollten ja nur hier ein bisschen schlafen. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Dass sie gleich so aggressiv werden müssen. Die haben doch eh nur die ganze Nacht da immer im Lagerfeuer gehockt. Und irgendwelches Gras geraucht. Aber naja, hat Lester vielleicht noch was Neues für uns? Er ist ja immer so am Puls der Zeit, wenn man so sagen will. Nee, nicht wirklich. Der Schläfer möge dich behüten. Oh, eine Pfanne. Die nehmen wir doch mal mit. Also nicht die Pfanne selbst, sondern die Gelegenheit, hier ein bisschen Fleisch zu braten. Denn wenn wir gegen mehrere Minecrawler kämpfen müssen, werden wir sehr viel Essen brauchen. Und Heiltränke. Aber da haben wir wenigstens ein paar von ihnen bekommen, also von Korkalom. Eventuell sollten wir im neuen Lager dann auch mal schauen, ob wir nicht von den Wassermagiern auch noch ein paar kaufen. Nur für den Fall. Wie viel Stück Fleisch waren das? 50? Oh, weia. Aber ja, das dürfte dann für eine ganze Weile reichen. So. Und raus hier. Ja, das hat besser geklappt, als wir gedacht hätten. Also zum einen, dass sie uns nicht sofort enthauptet haben, als wir reingegangen sind. Dann, dass wir einen Auftrag nach dem anderen bekommen. Sogar recht wichtige Aufträge, die sie eigentlich nur Mitglieder in ihrer eigenen Vereinigung hier aufgeben sollten. Aber gut. Lester hat da wohl für uns gesprochen, warum auch immer er das gemacht hat. Aber das hinterfragen wir mal nicht. Oh, die Templer kommen zurück aus der alten Mine. Warst du das, den wir sprechen sollten? Nee. Ja, die heißen hier leider alle so ähnlich. Gorna irgendwas und Gorna irgendwas.
Aber wir sollten in der alten Linie dann direkt schauen, ob wir ihn da irgendwo finden. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten vom Sumpflager zurück ins neue Lager? Einfach da der Bergkette folgen, oder? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Auch wenn wir jetzt ja zwei Karten haben, müssen wir die richtige rauskramen. Das ist die Karte zur alten Mine. Ja, die hilft uns nicht wirklich. Wir sind jetzt ja ganz rechts unten. Ja. Es gibt eigentlich keinen wirklich direkteren Weg als über das alte Lager. Ja. Na gut, schauen wir noch kurz in den Wald hier rein. Wenn wir eh schon ein längeres Stück gehen müssen, können wir unterwegs wenigstens noch ein bisschen jagen. Und da sehen wir doch schon Blut fliegen. Und oh, das garstige Ding. Nee, mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Aber kommen wir an die Blutfliegen ran, ohne den zu stören? Naja, wenigstens ein paar von denen. Oh. Und da ist auch ein Wolf. Dich nehmen wir auch noch mit. Und zack. Ey. Und ja, mehr als wir dachten. Ein ganzes Rudel. Wo kommt ihr alle her? Naja, solange ihr den großen Dicken nicht mitbringt, ist das alles okay. Mehr Wölfe und Krallen für uns. Pelze und Krallen. Und dich auch noch. Und dich hatten wir schon. Gut, also um die Mitte des Waldes sollten wir einen Bogen machen. Aber hier außen ist ja auch noch jede Menge Kleinkram für uns. Da ist schon das alte Lager. Oh, Scavenger. Aber ja, das Fleisch können wir langsam liegen lassen. Wenn jetzt die Heiltränke uns schon quasi so nachgeworfen werden. Obwohl, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben 18 Heiltränke schon. Und wir haben 82 gebratene Stück Fleisch. Nee, da machen wir uns nicht die Mühe, noch ein bisschen was aufzuheben. Aber das Training nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Auch wenn es nicht mehr wirklich viel Training ist. Die Keule rauszupacken und einmal kurz dem Scavenger eins überzuziehen. Aha, aber ja. Oh, noch ein einzelner Wolf. Und wo geht's da oben eigentlich lang? Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht aus Versehen in das Orkgebiet stolpern. Denn wenn wir diese großen Wölfe und die Untoten schon nicht schaffen, dann werden wir den Ork auf keinen Fall schaffen. Das sieht uns so unsicher aus. Gehen wir lieber erstmal ins neue Lager. Versuchen da noch einen Auftrag zu ergattern, mit den Wassermagiern zu handeln, um mit etwas Glück und schon den Söldnern anzuschließen. Und dann sind wir auf jeden Fall besser vorbereitet, gegen den Minecrawler anzugehen, als wenn wir jetzt einfach so dahin laufen würden. Aber die Biester scheinen sich schon ihren Platz wieder zurückerobert zu haben in der Zwischenzeit. Es war ja kurzfristig hier relativ frei von den Biestern. Aber ein Mann kann nicht wirklich dafür sorgen, dass es vollkommen frei ist von Monstern in der ganzen Umgebung. Das wäre ein wenig komisch. So, also, da ging es in das Orkgebiet. Oh, was ist denn da oben? Da ging es in das Orkgebiet, also gehen wir jetzt hier weiter rum und dann müssten wir links bei den Jägern vorbeikommen. Hier war früher ja so eine größere Herde von Scavengern. Vielleicht sind die ja auch zurückgekommen. Aber es schaut bisher nicht so aus.